Aloha und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row 4. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in einem Raumschiff stehen geblieben. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz unsere Aufträge eben an. Null cool, befreie Matt Müller oder gehorche wieder. Sid will, dass wir Sinntruppen beseitigen. Wir bekommen EPs sind hier, Cash ist da und Outfit Sid-Anzug und die Simulation erkennt. Da kriegen wir Hacken zusätzliche Zeit. Ich würde sagen, wir gehen einfach raus und machen null cool. Beziehungsweise wir gehen rein in die Simulation. Ich habe gerade keine Ahnung, wer dieser Matt Miller war. Ich habe auch offensichtlich keine Ahnung, wo genau ich hin muss. Und ich finde wie immer das zweite Tor nicht. Doch da. Müssen wir da hin? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach hier raus. Wir werden es schon sehen. Stadt ist ja nicht groß. Wir sind schnell. Wir könnten uns doch auch eigentlich irgendwelche komischen Fahrzeuge ran warpen, oder? Ist da Wasser? Stehe ich auf so einer komischen Insel? Cool. Jetzt konnte ich mal eben kurz gucken. Das muss doch irgendwie gehen, dass wir da irgendwie so Autos ranwarpen oder so. Wir hatten da doch eine Taste. Ich weiß die Taste nur nicht mehr. Das ist das Problem. Ja, dann, auf geht's, würde ich sagen. Schauen wir mal, wo wir diesen Kollegen finden. Wir landen mal hier auf der Straße, rennen mal wieder ein paar Autos über den Haufen. Das ist ja das, was wir am besten können. Oh, da sind wir schon gleich. Tag. Ui. Ach, da ist wieder unser Randale, war das, glaube ich. Wir müssen aber hier rein, in diesen Café oder so. Was auch immer. In das Gebäude halt. I was shocked when the boss picked you to be the vice president, but you ended up working out. That's only vaguely insulting. Look, you sound just like Julius Little. Putting a guy who betrayed you in the number two slot seems like a great way to get killed. I'm nothing like Julius. Kinsey, we're ready. I'm sending Sid the jailbreak. Any last advice? When you're inside Matt's virtual oubliette, there's a decent chance that I'll be focusing on interfacing with the intrusion countermeasures, so pay attention to the console commands. Any last advice, I'll understand. Don't get killed. Gotcha. Tja, lass dich nicht umbringen, ja, das ist immer einfacher gesagt als getan. Okay. Und dann schau mir mal. Wait, what the fuck? Das ist nice. Where's my gun? Well, you don't have superpowers either. Are you kidding? Och. What the fuck is on the screen? It's a command prompt. Just give me a second. No clip. Wait. Fuck me, not again. Damn it, the camera's screwed up. I just have to deal with it. Easy for you to say. You're not dealing with the top down bullshit. What the fuck? I'm trying, but I'm not used to the code they're using. Boah. Alter. Ich bin gerade etwas mit dem Fahren irritiert. Das ist echt böse. Was? Ernsthaft? Geht doch alle auf den Piss hier. Ui. Okay. Das nenne ich jetzt gerade mal interessant. Ist da gerade Leben gedroppt? Ich sehe nichts. Da. Whoa. About time I get to cause some property damage. Well, I wouldn't want you to go outside your comfort zone. Bam. Sich zum Logikkrater. Okay, kein Ding, krieg ich hin. What the fuck, Alter? Das ist echt so bescheuert zum Steuern. What the? Gehst du weg, Junge? Geh halt. Wer schießt? Ihr schießt da hinten. Schieß doch nicht auf mich. Ich tu doch gar keinem was. So. Schießen wir hier einfach mal ein paar Löcher rein. Ernsthaft? Wow. Wow, wow. Sind da oben auch Leute drauf? Keine. Schieß einfach mal überall. Au. Sag mal. Hackst du da was, Kumpel? So, wo schießt einer? Da hinten schießt bestimmt noch einer. Nicht mehr? Doch, da du schießt noch. Bam, nicht mehr. Nie wieder. Zerstöre den Gatterschlüssel. Okay. Wow, Panzer, Panzer.
Ach so, okay. Dann zerstören wir den Tower und damit die Tanks. Ui, 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 gewonnen. Nein, fuck. Boom, 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 boom. Logikgatter, ich gumme. Er baut das doch nicht alles wieder auf. Was soll der Rotz denn? Soll ich denn da durchkommen, wenn er das immer wieder aufbaut? Als wenn es einem extra schwer macht. Alter! Nicht darunter fallen, nicht darunter fallen. Boom. 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 Bitches. Boom. Ernsthaft? Danke. Zerstöre den Gatterschlüssel. Miau, miau. Ach, ich habe auch ein MG. Woohoo. Ach. Überlebt die Falle. Ja, danke. Ja, poppt das Ding doch genau in meinem Gesicht auf. Ey, was soll denn der Rotz jetzt? Sterb. Stirb. Stirb. Und ihr sterbt alle. Und ihr sterbt alle. Und ihr. Wer schießt? Du schießt. Okay, du schießt nicht mehr. Wer schießt denn jetzt noch? Und da oben irgendwo? Geil, draufballern. Oh, nein. Brrr. Da schieße ich doch lieber mit der Kanone. Die macht wenigstens Boom. Ja, genau, spawn in meinem Gesicht. Naja, du bist tot. Ist schon mal aufgefallen? Wer schießt denn hier? Ach, da. Oh, ich bin tot. Nicht? Bin ich nicht tot? Steige auf das Motorrad. Ja, vielleicht noch ein Stück. Ja, renn bloß nicht mehr. Aha. Tron oder was wird das jetzt hier? Eine gewisse Ähnlichkeit ist ja da. Begib dich zum IO-Turm. Ja, klar, könnt ihr mal. Wow! Ja! Oh, Gott. Die ballern alle auf mich. Nein, Panzers! Ja, klar, und noch Leute auf Mopeds. Ja, so läuft das. Aber ich bin eh der beste Moped-Fahrer in der Haus. Uah. Falls ich nicht irgendwo runterfalle, dann war ich das mal. Aber aktuell läuft es eigentlich ganz cool, finde ich. Was ist das denn hier? Woohoo! Ja, schrei nicht so rum, ich höre dir eh nicht zu. Panzer, Panzer, böser Panzer. Moped, au! Hackt's oder was? Da fahren wir lang. Normalerweise bei Sachen, wo ich mich entscheiden kann, links oder rechts, nehme ich eigentlich immer die Mitte. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Hey, trefft mich eh nicht, weil ihr doof seid. Uiuiui. Ich weiß gar nicht, wo wir hier hinfahren. Oh, wieder ein Panzer. Wie eklig. So. Elegant da durchgefahren. Wir haben es auch kaum noch weit. Oh, Mopeds. Aber das ist mal lustig. Das ist wirklich eine lustige Idee hier mit dem Moped-Fahren. Und okay, das Panzerschießen war jetzt nicht so der Knaller. Aber das Moped-Fahren finde ich cool. Ich finde ja Motorradfahren generell cool. Also halt auch so in echt. Au, au, Gott. Ja, nur in echt kann ich normalerweise eigentlich besser fahren als das hier. Das ist nämlich schon ein wenig arm, die Vorstellung. Kann ich eigentlich auch schießen? Nee, habe ich glaube ich schon mal geguckt. So. Ja, doch, in echt fahre ich wirklich besser. Mag man jetzt vielleicht nicht für möglich halten, aber... Boah. So. Jetzt mal schön ordentlich weiter. Der Anfang hat doch auch geklappt. Hallo, Panzer. Wiedersehen, Panzer. Ah, da oben ist es schon. Sehr gut. Dann aber jetzt mit Schmackes. Bin da. Wo, wie war's, wo, ouch, hi. Before you, I place a choice. Walk through the blue door and continue to face yet more failures at saving those closest to you. Your race will live on borrowed time and will, through your violent arrogance, wind up extinct. Walk through the red door, however,
and I will release the humans whom I have collected. I will give them amnesty, and even a ship from my fleet to do with as they see fit. However, in choosing this door, you will willingly submit yourself to execution. This is the moment where you can prove to be the savior of humanity, or its absolute destroyer. This can't be good. This is your life as it led you to this point. All your past violence, crimes, and losses on display to remind you of one simple fact. Regardless of what I have done to your world, you were its greatest threat. Boah, Alter, kann jetzt mal aufhören zu labern? Also, links haben wir, ich rette Matt und verursache mehr Leiden. Rechte Tür, ich befreie die Menschheit und sterbe. Kann ich nicht einfach die Tür nehmen? Ich würde gerne die Tür haben. Hallo? Mach auf und... Boom, boom. Hör doch jetzt auf zu labern, Junge. Komm. Also. Links oder rechts? Tja. Na, ich geh einfach rechts durch. Komm, was soll's. Tag. Ist das jetzt ernsthaft zu Ende? Nee, nicht ernsthaft, oder? Ernsthaft? Ha, es war irgendwie ja logisch, oder? Ja, komm, nein, ich will doch nur diese Sequenz abbrechen. Das will sich keiner wieder anhören. Tja, gut, und ich habe es gerade schon irgendwie gedacht, das kann doch nicht sein. Ja, jetzt, dank, darf ich jetzt endlich, bitte, ja, nein, vielleicht, danke. Dann, da rein. Was machst du? Vor dir wartet ein Computer auf dich. Was machst du? Den Computer anschauen oder zum Computer gehen? Na, ich geh mal hin. Auf dem Bildschirm erscheint eine Frage. Was bist du? Was gibst du ein? Ich bin ein Sklave. Fick dich! Ich bin fantastisch. Ich bin der Anführer der Saints. Ja, ich bin eigentlich der Anführer der Saints heute mal. Ein Text erscheint auf dem Bildschirm. Es tut mir leid, dieses Programm versteht keine Kraftausdrücke. Bitte was? Dann fick dich. Der Computer fickt sich nicht. Okay, ich bin fantastisch. Der Text erscheint auf dem Bildschirm. Falsche Antwort. Was bist du? Ich bin ein Sklave? Ah, der Raum schmilzt dahin und eröffnet dir einen atemberaubenden Anblick auf den Kosmos. Was machst du? Mond spazieren gehen, Planeten untersuchen, zu dem lila Stern fliegen. Lila Stern! Während du auf den Stern zufliegst, bemerkst du, dass alle anderen Sterne sich mit einem Blinken aus der Existenz verabschieden. Schon bald bist du in der Weite des Weltraums ganz alleine und starrst auf die Korona des lila Sterns. Was machst du? Offensichtlich den lila Stern betreten. So, der dumpfe Klang eines klopfenden Herzens erfüllt den Raum. Bum bum, bum bum, bum bum. Was machst du? Den Papageien streichen? Papagei? Ich hätte es eher für einen Raben gehalten. Das Pendel berühren, da ist Blut dran, besser nicht. Das Herz essen. Oder den Wein trinken. Jo, erstmal betrinken. Während du dich zum Boden der alten Mörderweinflasche durchsäufst, wirst du beschwipst und ohnmächtig. Was machst du? Natürlich aufwachen. Oh Gott. Das arme Wasser des Meeres klatscht gegen dein Gesicht. Du setzt dich auf und findest dich auf einer kleinen, verlassenen Insel wieder. Isoliert. Fern aller Zivilisation. Alleine. Was machst du? Ein Floß aus toten Möwen und Seetang bauen. Das ist natürlich auch geil. Ein Kokosnussradio bauen. Ein Haus aus Palmen bauen. Da ist nur eine Palme. Und wie will ich ein Radio aus zwei Kokosnüssen? Aus Kokosnüssen zwei Martini-Gläser anfertigen.
Martini-Gläser, eindeutig. Ganz grob formst du zwei Cocktailgläser und füllst sie mit Kokosmilch. Was machst du? Die Milch trinken, der Architektin einen Drink anbieten. Keine Ahnung, wo die Architektin ist, aber es ist eine sie, also kriegt sie einen Drink. Eine wunderschöne Dominatrix tritt aus dem einzigen Schatten auf der Insel hervor. Was sagst du? Lass mich gehen, hübsches Outfit. Deine Mutter ist eine Sklavin, hübsches Outfit. Mit Schmeicheleien kommst du nicht weiter. Deine Mutter ist eine Sklavin. Die Dominatrix bricht in Tränen aus. Warum bist du so böse zu mir? Was sagst du? Du hast mich in einem virtuellen Höllenloch eingesperrt. Klar, gib dem Opfer die Schuld. Was sagst du? Schlampe! Die Dominatrix bricht in Tränen aus. Warum bist du so böse zu mir? Ja, komm, tut mir leid. Nie bekomme ich Besuch. Du bist die erste Person, die hier auftaucht. Und du behandelst mich wie Dreck. Ich sagte, es tut mir leid. Ich frage mich, warum. Ich frage mich, warum. Warum bist du so böse? Ja, tut mir leid. Ja, komm hier. Ich sagte doch, tut mir leid. Tut mir leid, du hast recht. Mit ihrem pelzgesäumten Lederhandschellen wischt sie sich die Tränen aus den Augen und fragt, und warum bist du hier? Ich möchte Matt Miller retten oder ich möchte Zinjak vernichten. Na, Matt Miller reicht heute erstmal. Schade, ich war noch nicht fertig mit ihm. Sie seufzt. Dann wirst du gegen Matt Millers meistgefürchteten Gegner kämpfen müssen. Was sagst du? Und wer ist das? Verdammt, ich will Zinjak vernichten. Ja, wer ist das denn jetzt? Die Dominatrix verblasst und vor dir steht Qilbane. Die Saints glauben, dass sie mich noch einmal besiegen können? Nein, dieses Mal muss Matty selbst kämpfen. Was sagst du? Und wo ist Matt? Bring die Frau mit der Peitsche. Definitiv. Ich verstehe, Miller ist dir egal. Nur du selbst bist dir wichtig. Was sagst du? Ich frage mich, was sie nachher wohl macht. Ja, was tut sie denn? Achso, das bringt alles nichts mehr. Okay, und wo ist Matt? Plötzlich erscheint Miller im Ring. Was sagst du? Packen wir es an? Kann ich nicht einen anderen Wrestler bekommen? Ja, ich möchte gerne einen anderen Wrestler, bitte. Plötzlich erscheint Miller im Ring. Warum erscheint er denn immer wieder im Ring? Was geht denn mit dem?